Und der Tatortreiniger, der kommt aber auch wirklich erst, wenn die verstorbene Person weg ist. Ne? Ich muss die Frage einfach stellen, ist das eklig für dich? Oh. Willkommen bei YouTube und willkommen bei einer neuen Challenge vom Jobcenter Tempelhof Schöneberg. Ich bin total aufgeregt. Ich hole meine Challenge mal ab. Kommt. Irgendwie dann so ist. Hallo. Huch, kleinen Moment. Ich melde mich gleich wieder, ja? Tschüss. Susi. Vera. Hallo. Welche Freude, dich bei uns zu begrüßen. Finde ich auch. Wir müssen ja Abstand halten. Stimmt, du hast ja heute, ich erinnere mich. Warte, ich habe das auch schon vorbereitet. Bist du schon neugierig? Gib her. Ich bin auch gespannt, was da drin ist. Hier ist meine Challenge drin. Achtung. Wir machen es spannend. Spannung. Ich habe erst Tarotreiniger, Tatortreinigerin. Oh, sehr schön. Was ist das? Oh, das ist ja sehr schön. Naja, es passieren ja leider auch Verbrechen in dieser schönen Welt. Und irgendeiner muss hinterher aufräumen. Das ist quasi Teil der medizinischen Reinigung. Ja. Das kannst du natürlich nicht einfach mal so machen. Da musst du ausgebildet werden. Ist ein sehr nachgefragter Beruf. Also ich arbeite dann ganz praktisch mit der Kriminalpolizei. Ja, total spannend. Also ist es, es ist praktisch ein medizinischer Beruf, ein reinigender Beruf. Ja. Und es muss ja ordentlich sauber gemacht werden. Ja. Ja. Und kriminal, ja, irgendwie kriminell. Und das muss man richtig lernen als Ausbildung? Unbedingt, unbedingt. Das muss ja ganz akkurat sauber. Stell dir vor, in der Wohnung, ne, da möchte vielleicht hinterher noch mal jemand leben, muss das natürlich alles ganz ordentlich sein. Okay, das hört sich gruselig an. Ich glaube aber, das ist sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Ja, ich werde die Challenge annehmen, mich auf den Super. Weg machen. Und ich nehme euch mit, auch wenn ihr davon noch nie was gehört habt, ich auch nicht. Wir werden diesen Beruf genau unter die Lupe nehmen. Kommt mit. Tschüss, Susi. Have fun. Tschüss. Tschüss. Also heute gibt es wirklich eine schwere Aufgabe für mich. Tatortreiniger, Desinfektor, was ist das eigentlich? Hier bei der Purus Medical Academy wird man ausgebildet und die erklären mir alles. Und das gucke ich mir mal an. Komm! So, die kommen dann später mal. Hallo! Hallo! Schönen guten Tag! Schönen guten Tag! Ich bin Vera. Und das Jobcenter meines Vertrauens, Berlin, Tempelhof, Schöneberg, schickt mich. Ich will nämlich Tatortreiniger machen. Ja, herzlich willkommen, Vera. Danke. Ja, das ist aber gar nicht so einfach. Wir müssen da nämlich erst ein paar Stufen abklären. Ach, kann ich nicht sofort loslegen? Nein, leider nicht. Aber okay. Es ist möglich. Ja. Also wir fangen folgendermaßen an. Wir haben den Vorkurs, das ist der Fachassistent in der medizinischen Reinigung. Da erwerbst du die Vorkenntnisse sozusagen. Die nächste Stufe ist dann der Desinfektor, das ist ein staatlicher Abschluss. Ja. Und dann kommt erst der Tatortreiniger. Okay, also das baut sich aufeinander auf. Ja, das baut sich aufeinander auf. Und da werden wahrscheinlich ganz, ganz viele Arbeitnehmer gesucht, ne? Ja, ganz viele. Ja. Auch in verschiedenen Bereichen, medizinische Reinigung, Desinfektor und natürlich auch der Tatortreiniger. Ist das schwer oder kann man das wirklich gut lernen? Also bei uns hat es bis jetzt fast jeder geschafft, sage ich mal. Ja. Ne? Wichtig ist, dass man pünktlich ist und wenn man hier ist, dass man sich konzentriert sozusagen. Und natürlich auch ein bisschen Hausaufgaben ist immer ein bisschen dabei. Und das ist viel Theorie, man muss wahrscheinlich auch so ein bisschen theoretisch sein. Das ist eine Mischung. Wir haben 50% Praxis, 50% Theorie. Und Sie haben richtige Praxisräume? Ja, ich glaube, wir sind sogar die Einzigen. Wir haben hier original ein Krankenhaus nachgebaut, damit wir alles, was wir Ihnen was wir gezeigt haben, in Theorie auch richtig umsetzen können in Praxis. Cool. Und können wir sofort anfangen oder muss ich erst was anderes machen? Nein, ich würde erst mal die Schule zeigen, wie das in Theorie stattfindet. Und anschließend können wir dann nach unten und kann ich da es zeigen. Alles klar, dann gehen wir mal. Hallo meine Lieben. Guten Tag. Hallo, darf ich kurz stören? Na, aber bitte gerne. Ja, also das ist jetzt praktisch hier so eine Theoriestunde. Das ist eine Theoriestunde und die Tatortreiniger, die sind jetzt gerade unten, die machen schon Praxis. Das wäre jetzt Theorie für unsere Krankenpflegehelfer. Wir haben immer hier 6 Teilnehmer vor Ort und 6 Teilnehmer schalten sich von zu Hause ein. Darf ich mich da hinkommen? Ja, sehr gerne, bitte schön. Wunderbar. Lasst euch nicht stören, ich muss ja was lernen. Okay, gleich eine Frage. Darf dann jemand mit so einer starken Verletzung überhaupt hier sitzen? Das haben wir mit unseren Schülern zusammen geschminkt.
Und was ist das für eine Wunde? Das ist eine Schnittwunde, Zustand nach Glasfall, runtergefallen. Sie wollte es wieder aufheben und hat sich geschnitten. Ich kann ja eigentlich gar kein Blut sehen. Nur, wenn ich selber in dem Blut bin, sprich, wenn ich was tun kann, dann schalte ich alles aus. Stehe ich nur daneben, wird mir schlecht. Kennt ihr das? Also mein eigenes Blut kann ich nicht sehen. Wenn ich einfach in Action bin, wenn ich helfen kann, dann blende ich das einfach aus. Ja, ich glaube, so geht es mir auch. Das werden Sie lernen. Wir nehmen Sie Schritt für Schritt damit rein und damit können Sie umgehen. Und die Ausbildung macht die Spaß? Ja, sehr. Ja? Ja. Aber ich glaube, du hast vorher bestimmt auch schon mal einen anderen Job gehabt, oder? Ja. Was hast du vorher gemacht? Ich war in der Verwaltung tätig. Und dann hast du gesagt, das ist nicht meins, ich muss was anderes machen? Ja, weil es war mir zu viel gewesen und dann hatte ich meine Eltern bis in den Tod gepflegt und dann habe ich gesagt, das ist mein Beruf und den möchte ich gerne machen. Wirklich Respekt, ganz, ganz toll. Und ich kann euch auch nur motivieren, traut euch, sucht euch was, was eure Leidenschaft entfacht und dann geht wieder zur Schule, lasst euch weiterbilden. Ihr seid da nicht alleine, das wird finanziert, ja, dass die Miete weitergezahlt werden kann und dann könnt ihr euch voll auf den neuen Job konzentrieren. Machst du auch eine Weiterbildung? Ich mache auch eine Weiterbildung. Ja. Mein Traumberuf war immer Krankenschwester. Und Judith ist jetzt natürlich nicht mehr mein Ziel. Aber ich erfülle mir jetzt halt diesen Traum, indem ich in die Pflege gehe. Man hat ja immer so das Gefühl, oh, in diesen Pflegeberufen, in diesen, ich sag mal, Dienst am Menschenberufen, da verdient man nichts. Hat das dich abgeschreckt? Überhaupt nicht. Weil man hat auch sehr viele Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufstiegschancen. Und wenn man am Ball bleibt, kann man da eigentlich gut verdienen irgendwann mal. Also das heißt, diese Eigenmotivation, die muss man schon mitbringen. Ne? Ja. Die gibt eben keiner in den Rucksack und sagt, dann läuft das. Man muss selber wollen. Genau. Ne? Ja. Also ich habe das wirklich aus eigenem Antrieb gemacht, weil ich mich verändern wollte. Und wenn man ehrlich ist in der Pflege, findet man eigentlich auch immer einen Job. Ne? Ja. Darf ich fragen, wie alt du bist? 48. 48. Und ich bin noch ein paar Tage älter als du. Ist es schwierig, dann zu sagen, okay, ich glaube, ich muss noch mal was neu lernen? Ist das schwierig für einen? Nee, überhaupt nicht. Nee? Fand ich ganz toll. Also, vor allem macht es auch Spaß, mal wieder die Schulbank zu drücken. Habe ich eigentlich, ich merke so, dass ich das schon fast vermisst habe. Ja. Ich finde das sehr schön. Also macht Spaß, sich mal wieder mit neuen Sachen zu beschäftigen und aus dem alten Trott mal rauszukommen. Und eigentlich auch, was sie schon sagte, im Endeffekt, also in einer anderen Dekade des Lebens jemandem was zurückzugeben. Ach, schön. Den Leuten. Also auch, so wie wir unsere Eltern eben zu Hause gepflegt haben oder unsere Großeltern, da hat man was mitgekriegt und wir haben auch viele von denen gekriegt. Also wir können das weitergeben. Also, Ihr rührt mich so extrem, weil genau das sage ich immer, wir brauchen Stützen in der Gesellschaft. Und das sind Menschen wie ihr, die sich egal, wann sie dazu sich entschließen, diesen Beruf, nämlich vielleicht in der letzten Arbeitsdekade, die man hat, die letzten 15, 18 Jahre zu sagen, ich gebe nochmal gesellschaftlich was zurück. Und wir alle werden alt, wir alle werden irgendwann mal Hilfe brauchen. Ne? Und ihr seid ein mega Vorbild. Ja? Und ich bin richtig dankbar, dass ich euch kennenlernen durfte. Ganz toll. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich habe gesagt, okay, Tatortreiniger, Desinfektor, was ist das? Ich merke hier von Minute zu Minute, welche Möglichkeiten es hier gibt und wie toll das organisiert ist, dass man da so einen Wiedereinstieg in den Beruf bekommt und bin wirklich völlig von den Socken und finde das mega spannend. Und durch. Und schon. Und du? Nee, machen wir gleich erst Analyse fangen. Ja. Weiter hin. Wir dürfen hier kurz stehen, ja? Ja. Was ist jetzt? Das sind unsere Rettungssanitäter, die machen jetzt eine Wiederbelebung und setzen einen Notruf zu dem Notarzt. Das ist jetzt so eine richtige Situation, wirklich sehe ich ja mit Reanimation. Wir haben eine Simulationspuppe, die EKG nachweist sozusagen und jetzt handeln die, bis der Notarzt kommt, versuchen sie den Patienten am Leben zu halten. Das ist wirklich hier in diesen Räumlichkeiten, das ist so echt und es ist sofort so eine Spannung da, ja, dass es wirklich um Leben und Tod geht und wie gesagt, dass das hier richtig mit Ausbilder immer wieder geübt wird, damit man im Ernstfall auch wirklich genau weiß, was man tun muss. Sehr beeindruckend. Also Rettungssanitäterin, das ist deine Ausbildung jetzt, ne? Genau. Ja. Und das macht dir Spaß? Ja. Ja. Anstrengend? Viel zu lernen. Ist das schwer? Es macht Spaß, aber es ist trotzdem schwer, ja. Ja. Ich kann ja eigentlich gar kein Blut sehen. Ich
kann ja eigentlich gar kein Blut sehen. Kein Blut sehen. Kein Blut sehen. Hallo. 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 Hallo, grüßt euch. Oh, das ist ja fast wie ein OP hier, oder? Ja, nach der OP werden ja die Räume von unseren Desinfektoren wieder gereinigt. So, jetzt muss ich mir das natürlich mal angucken. Darf ich dich mal fragen? Du machst jetzt hier die Ausbildung zum Desinfektoren? Ja. Genau. Um später dann eventuell auch den Tatortreiniger machen zu können. Das ist erstmal Voraussetzung für das Ganze. Ja. Und bei mir ist es so, dass ich im Master Toxikologie studieren möchte und das einfach so im runden Lebenslauf eben so schon mal. Okay, das heißt, du willst die Praxis haben, genau, damit du später das Studium auch richtig ausfüllen kannst. Genau. Klasse. Und wie lange geht das hier, diese Ausbildung jetzt? Für 3 Monate. 2 Monate sind Theorie, 1 Monat Praxis. Ja. Und genau, so ist man eben hoffentlich gut vorbereitet für das spätere Berufsleben dann. Und macht dir das Spaß? Ist auf jeden Fall schön, ja. Ja? Man muss, glaube ich, Geduld haben in dem Job, gründlich sein. Ich muss die Frage einfach stellen, weil viele sagen, oh nee, geh weg, so ein OP ist blutig. Ist das eklig für dich oder geht das? Für mich nicht. Ich muss sagen, ich hatte auch schon immer irgendwie so ein bisschen sowas dafür über. Schon von Kindheitsbeinen an Autopsie und sowas immer geschaut. Und schon immer so ein bisschen Berührungspunkt damit gehabt. Also von daher eigentlich nicht. Also Leute, ich bin richtig von den Socken. Also hier lernt man wirklich die Pflege, viele, viele andere Dinge. Es ist auch super spannend. Und ich kann immer nur appellieren, Leute, traut euch, informiert euch, geht in euer Jobcenter, fragt nach Weiterbildungsmöglichkeiten, nach Ausbildungsmöglichkeiten. Das ist gesellschaftlich wichtig, aber man gibt auch ein Stück zurück. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Sauerei. Ja, und zwar ist hier jemand ausgerutscht und verunglückt und jetzt sind die Tatortreiniger da und du musst dann hier natürlich alles wieder sauber bekommen. Das ist natürlich Kunstblut, was wir haben. Ne? Was ist das, Rotwein oder ist das irgendein Farbstoff? Ach, das ist ein Farbstoff. Das ist ein Farbstoff. Ja, so reell wie möglich sozusagen. Okay, jetzt muss ich auch mal nachfragen. Also wenn Menschen, das passiert ja einsam und allein in der Wohnung, versterben und vielleicht da 2, 3 Wochen liegen, dann ist das ja nicht nur blutig, sondern dann gibt es ja auch Krabbeltierchen und so weiter und so fort. Also exakt. Ja. Ja, das ist dann im Prinzip, hier haben wir im Badezimmer so einen Fall sozusagen und hier muss man dann gründlich wieder reinigen, damit der Vermieter anschließend die Wohnung wieder vermieten kann. Wunderbar, dann würde ich einfach mal anfangen. Ne? Ja. Montur habe ich an, bisschen eng, aber geht. Ich habe jetzt hier so eine Flüssigkeit bekommen, die hat man mir in die Hand gerückt, das ist aber nicht nur Wasser und Seife, ne? Nein, das ist speziell eine Mischung, was unsere Dozenten hier mixen sozusagen, damit du auch das wirklich sauber bekommen kannst. Und sag mal, bin ja jetzt komplett angezogen, kann ich mich irgendwie anstecken jetzt mit irgendwas noch? Ja, die Gefahr besteht immer, ja, das heißt, deswegen bist du auch in dieser Montur, damit du ja nicht dich mit irgendwas anstecken tust. Okay, hier sind jetzt recht viele Fliegen, du musst ein bisschen zur Seite gehen, dass du dich nicht an. Und dann würde ich praktisch klassisch anfangen, hier mal sauber zu machen. Ne? Korrekt. Ja. Und das kann ich mit meiner Hausfrauentechnik auch erstmal so machen, wie ich es meine. Erstmal grober Dreck weg und dann richtig schrumm. Ja, das heißt, es gibt auch eine Wischtechnik sozusagen. Ja. Ja, und erwirbst du bei uns auch. Das ist so wie ein Schwingen sozusagen. Eine Schwingung. Genau. Aber ich bin ja eine gute Hausfrau. Ich habe den Schwung schon drauf. Ja, super. Das habe ich hier schnell sauber gemacht. Ne? Kannst schon mal einen Vermieter anrufen, der kann die Annonce schalten. Naja, fast. Kann vermietet werden. Naja, fast war. Jetzt müssen wir gleich noch Chemikalien einsetzen. Ja. Ja, damit auch diese Geruchsbildung dann auch weg ist. Und der Tatortreiniger, der kommt aber auch wirklich erst, wenn die verstorbene Person weg ist, ne? Ja. 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 Es ist meistens so, dass im Prinzip schon die Person schon von hier weg ist, sodass die Tatortreiniger hier ganz einfach ihre Arbeit erfüllen können. Okay. Habe ich schon eine gute Sauerei veranstaltet, ne? Aber ist sauber, ne? Ja, für den Anfang gar nicht mal so schlecht, aber das üben wir doch mal. Alles klar. Dauert ja auch ein paar Monate, bis man das wirklich kann. Ja, das ist so. Es ist, wir kennen das aus den Filmen, aber natürlich, es gibt Tatorte, es gibt Wohnungen, Zimmer, auch im Krankenhaus oder bei Autounfällen. Wenn Menschen versterben und wenn Blut im Spiel ist, das muss sauber gemacht werden. Also das ist eine ganz ehrbare Aufgabe. Ich bin ehrlich, bei dem Kunstblut
hat es mich jetzt so gar nicht weggerissen. Das war easy für mich. Ich glaube, diese Überwindung zu wissen, da ist ein Mensch verstorben, man muss das sauber machen, die ist schon hoch, aber auch das lernt man ja hier. Also ich kann mich wirklich nur ganz, ganz herzlich bedanken. Das war super interessant. Aber es gibt natürlich noch mehr, ne? Ja, vielen Dank, Vera. Ja, es gibt mehr. Ich würde dich jetzt eigentlich weiterschicken zu unserem Partner. Ja? Das ist die Firma Goris, wo unsere Rettungssanitäter nachher zum Einsatz kommen. Da wirst du auch ganz viele Sachen sehen. Dann fahre ich da mal hin und lass mich weiter ausbilden. Ja, ja? Viel Spaß. Corona-Zeiten. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, hier bin ich richtig. Sieht man schon, der ganze Platz ist voller Krankentransporte. Von der Theorie, die ich jetzt gerade so ein bisschen erlernt habe, geht es jetzt praktisch ins Arbeitsleben. Goris ist eine typische Firma, die händeringend Mitarbeiter suchen für den Rettungssanitäter. Und da informiere ich mich jetzt. Hallo. 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 Ich bin Vera. Vera, freut mich. Verena. Freut mich auch sehr. Schön, dass du da bist. Finde ich auch. Man hat mich vorgewarnt, dass es hier eine Geschäftsführerin gibt. Das bist du, ja? Absolut richtig. Eure Firma macht Krankentransporte jeglicher Art. Ist das richtig? Ist richtig. Gibt es Nachwuchs oder ist es bei euch auch so, ihr sucht auch händeringend, ne? Wir suchen händeringend Mitarbeiter, ganz genau. Ja, die sind schwer zu kriegen. Schwer zu kriegen. Man muss eine gewisse Sozialkompetenz mitbringen. Es ist wichtig, dass der Patient sich bei uns wohlfühlt. Für den Patienten ist es eine Ausnahmesituation. Und insofern kann es auch tatsächlich nicht jeder. Und darf ich auch fragen, was man da verdient? So ungefähr Pi mal Daumen? Also wir sind da bei einem Bruttoverdienst zwischen 2.500 Euro, je nachdem. Es gibt noch Zuschläge, es gibt Boni und dergleichen. Klar, weil auch am Wochenende gearbeitet ganz werden genau, muss, ne? Und auch an den Feiertagen, das muss man ehrlich sagen, weil da werden die Leute auch krank oder müssen irgendwo transportiert werden. Genau, Sonn- und Feiertage sind wir auch im Einsatz, rund um die Uhr, 24 Stunden. Ja. Hier gehen die Anrufe rein, ja? Ganz die, genau. Das leitest du aber nicht, oder? Die Leitung der Leitstelle hat Florian Hahn. Ah, hallo. Hallo. Du bist hier der Leitstellenleiter, sagt man das so? Genau, das ist vollkommen richtig. Wie viele Leute arbeiten hier? Wir haben 16 Mann hier, die rund um die Uhr uns hier unterstützen. Und die Rettungssanitäter, die raus auf die Straße gehen, die die Menschen abholen, wie viel sind das in etwa? Wir haben so etwa um die 200 bis 250 Mann, die hier arbeiten. Das ist richtig groß, ne? Woran liegt es denn, dass es schwierig oder ich sag mal zäh wird mit dem Nachwuchs? Das ist ein sehr verantwortungsvoller Beruf und auch gerade hier in Berlin, man sieht auch viel Leid, man sieht eben auch, wie die Leute leben und das ist nicht für jeden immer einfach wegzustecken. Ja. Ja? Vera, wie sieht's aus? Hast du Lust? Möchtest du dir mal einen Krankenwagen anschauen? Von innen vielleicht mal eine kleine Probefahrt? Also wenn ich darf, natürlich, weil ich kenne es auch nur vom Hörensagen oder aus dem Fernsehen, aber wie so ein Krankentransport tatsächlich aussieht, ich weiß es gar nicht. Ja, na dann. Dann machen wir das. Würde ich vorschlagen. Super, danke schön. Ja, also eure Autos sind auch alle gelb, ne? Richtig. Ja, als ich eben hierher gekommen bin, habe ich schon ein paar von den gelben gesehen. Ja, du kannst natürlich auch jede andere Farbe nehmen, aber wir haben uns auf gelb geeinigt hier im Unternehmen. Und jetzt kannst du dir gerne mal so ein Auto von innen ansehen. Hallo Kollegen, guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ihr seid Rettungssanitäter. Und sag mal, ihr beiden fahrt immer zusammen? Ja. Und wie lange machst du das schon? 20 Jahre. 20 Jahre, dann kann das nicht so schlecht sein, sonst wärst du nicht so lange dabei gewesen, ne? Ja. Ja. Also. Und sag mal, und vor jedem Einsatz, wenn ich so gucke, müsst ihr das kontrollieren, ob alles am richtigen Platz ist, ob alles funktioniert oder was ist so der Check? Ja, dass es vollständig ist, dass das Material nicht abgelaufen ist, unterliegt ja bestimmten Haltbarkeitsdaten und dass es einfach funktioniert. Können wir das irgendwie mal simulieren, dass man mich rettet, damit ich weiß, wie sich das anfühlt, was so ein Rettungssanitäter tun muss, wenn wirklich Not am Mann ist? Wir geben unser Bestes. Ich habe so 52, 54 Kilo, nicht wirklich mehr. Bin ja schmal. Schafft ihr das? Auf jeden Fall. Die sind freundlich, merkt ihr das? Ja, bei 52 Kilo haben die gar nicht gezuckt. Plus X, sage ich da nur. Gut, dann mache ich mich mal fertig und fühle mich in meine Rolle. Und ihr rettet mich gleich, ja? So machen wir das. Alles klar. Hallo Vera. Hallo. Hallo. Wir haben einen Anruf bekommen, dass es dir nicht gut geht. Ganz schlecht. Hörst du mich? Ja. Ja, kannst du uns noch ein bisschen folgen? Ja? Wir haben Folgendes, wir haben eine Trage dabei. Wir packen dich jetzt auf die Trage, nehmen dich mit ins Auto rein und fahren mit dir direkt ins Krankenhaus, damit die einmal gucken, was los ist. Sobald wir im Krankenwagen sind, mache ich einen kleinen Check. Okay? Und mein Auto? Das Auto, deine Freundin ist hier, die passt auf, die hat den Schlüssel. Ich lasse mir von ihr noch eine Telefonnummer geben.
das wirklich alles safe ist. Ich habe Schwindel. Schwindel. Dafür haben wir die Trage bei, damit wir dich einmal hinlegen, ein bisschen die Beine auch gerne hoch machen, damit wir einfach mal gucken, was ist los. Okay. Ja? Ja. Ich habe meinen Kollegen dabei, der Peter. Wir packen dich jetzt einmal rüber auf die Trage. Ja? Wie weit bist du, Peter? Bin da. Du bist da? Ja. Okay. So, wir greifen einmal unter die Arme, helfen dir ein bisschen. So. Kann ich gar nicht auf den Beinen halten. Okay. Drei. So, auf drei. Eins, zwei, drei. Oh. So. Eins, zwei, drei. Einmal drehen und auf die Trage setzen. Die ist auf deiner Höhe. Oh. Wunderbar. Oh, ist schlecht. Jetzt einmal. Du hast sie? Ja. Hinlegen. Eins, zwei, drei. Oh. Wunderbar. So, noch ein bisschen rüber, bitte, nach kriegen links. Wir, kriegen wir den Po noch ein bisschen. Wunderbar, sehr schön. Vera, wir machen jetzt die Gurte um dich drum herum, damit du uns nicht rausfällst. Ja. Die Übelkeit, seit wann ist die denn? Ich glaube, ich bin schwanger. Du bist schwanger? Ja. Wie kommst du denn da drauf? Ich weiß es auch nicht. Passiert das denn öfters mit dem Schwindel? Das erste Mal. Also eine komplett neue Situation, in der du dich befindest. Ja. Aber sei beruhigt, wir sind da und helfen dir. Super. Okay. Bitte keinen Schreck bekommen, Vera. Es geht jetzt einmal nach oben. Ja. Bist du soweit, Peter? Das geht auch. Sekunde. Ich würde jetzt erstmal auf deine Höhe fahren. Okay, dann warte ich noch einen Moment. Ja, cool. So. Ganz oben. Darf ich euch mal noch einen was? Ja, jetzt ist oben. So, wenn wir den auf den Bauch lassen. Es ruckelt. Wie ist es aktuell im Liegen, Vera? Wird nicht besser. Wird nicht besser. Wird nicht besser. Packen wir gleich was unter die Füße. Bleibst du kurz bei Vera? Ich laufe einmal rum und du hast sie im Auge. Alles gut bei euch? Und rein. So, ja. Ich nehme mal ein klein wenig das Kopfteil hoch. Wir haben auch ein kleines Kissen. Okay. So, ist okay? Mega. Mega? Mega. Super, ich bin wieder gesund. Cool. Darf ich euch mal ganz kurz, jetzt wollte ich schon die Maske absetzen, aber ich bin ja, das, ich muss für diese wichtige Ankündigung, muss ich mich auch kurz setzen. Also auch wenn das jetzt für mich nur wirklich ein Spiel war, Riesenkompliment, ihr habt das so toll gemacht, ich habe mich so aufgehoben gefühlt. Es war sofort klar, okay, ich kann abgeben, da sind jetzt zwei, die sich kümmern, die mir helfen, auch dieses Beruhigende mit mir sprechen permanent. Ne? Wahnsinn, ganz toll, aber... Wichtig ist, und das habe ich jetzt gemerkt in dieser Situation, es muss menscheln in diesem Beruf. Man muss Bock haben auf Menschen. Man muss bereit sein, wirklich zu helfen. Und ich finde, das gibt einem ja auch ganz, ganz viel wieder. Deswegen kann ich euch nur motivieren, hey, guckt euch diesen Job an. Bitte bewerbt euch, sprecht mit euren Sachbearbeitern oder macht einfach eine Initiativbewerbung. Warum denn nicht? Einfach mal reinschnuppern. Ich bin ja jetzt gesund, ne? Aber wenn ich jetzt krank wäre, würdest du natürlich neben mir sitzen, ne? Ganz genau. Mal, wie lange machst du diesen Beruf? Ich bin seit über 20 Jahren mittlerweile dabei. Und anscheinend bist du zufrieden auch mit dem Arbeitgeber, ne? Absolut. Also was Besseres kann einem nicht passieren. Ja. Und ich habe auch irgendwie so am Rande mitbekommen, deinen Mann hast du auch in dieser Firma kennengelernt, ne? Ja. Ja? Das geschieht auch. Also man kann sich sogar verlieben beim Job. Ja, das sind so einige Pärchen bei uns. Ist das für dich schwierig, weil ihr müsst ja manchmal auch Wochenende arbeiten oder auch nachts, weil wie gesagt 24/7, ne? Richtig. Ist das schwierig für dich? Es geht. Man weiß ja im Vorfeld schon, worauf man sich einlässt. Also es ist wirklich wichtig zu wissen, okay, 7 Tage, 24 Stunden rund um die Uhr hat diese Firma geöffnet. Und dann muss man einfach von vornherein diese Einstellung mitbringen. Spät, früh, Nacht, egal was kommt, ich bin dabei. Ich habe es in eurer Firma gesehen, da gab es schon noch andere Rettungssanitäterinnen, aber die Männer sind in der Mehrzahl, ne? Sie sind in der Tat in der Mehrzahl, allerdings als ich hier anfing, waren wir ganz 5 Frauen. Ja.
Und mittlerweile sind wir, lass mich nicht lügen, bei 25 angekommen. Peter? Ja? Hast du noch einen guten Tipp für Neueinsteiger, was die mitbringen sollten, um hier Rettungssanitäter zu werden? Vorbildung ist ja nicht verkehrt. Vielleicht mal ein Praktikum gemacht hat oder sich halt schon mal als Ersthelfer irgendwo so ein bisschen betätigt hat, ja, bevor man jetzt den Rettungssanitäter macht. Führerschein macht Sinn. Stimmt, Führerschein ist auch ganz wichtig, richtig, ja. Das ist ja auch eine Geldfrage. Das heißt, wenn ich Führerschein habe und einen OP-Schein habe, kriege ich auch mehr Geld. Das stimmt. Vielen, vielen Dank, Peter. Dankeschön. Alles Gute für euch. Bis bald. Dir auch. Alles Gute. Bis bald. Dankeschön. So, Leute, ich muss euch das sagen. Das war ein ganz, ganz interessanter Tag. Das hat so Spaß gemacht. Ich finde, das ist ein toller Beruf. Bitte informiert euch. Bitte geht zu eurem Sachbearbeiter. Und bitte macht was aus eurem Leben. Bis zum nächsten Mal.